Spät gelang in Brüssel die Verständigung auf einen überarbeiteten Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums für einen Winter ohne Gas aus Russland. Heute soll er offiziell bestätigt werden bei einem Sondertreffen der Energieminister. Der Gas-Notfallplan der EU-Kommission sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ihren Gasverbrauch um 15% senken, freiwillig. Klappt das nicht, auch verpflichtend. Im überarbeiteten Entwurf stehen nun aber deutlich mehr Ausnahmemöglichkeiten und auch höhere Hürden für verbindliche Sparziele. Die EU-Kommission hatte die Fallstricke für eine Einigung wohl schon erahnt, als sie den Plan vergangene Woche vorstellte und flehentlich die Solidarität aller Mitgliedstaaten beschwor, mit Erfolg. Wenn wir einig handeln, dann können wir jede Krise bewältigen. Eine starke europäische Antwort ist die einzige Antwort. Dabei waren die Vorbehalte groß. Heftige Kritik kam aus Ländern, die längst ohne russisches Gas auskommen, von Griechenland bis Spanien. Wir sind solidarisch, aber man kann von uns keine unverhältnismäßigen Opfer verlangen. Die Situation jedes Landes ist verschieden und sie ist das Ergebnis der jeweiligen Politik, bezahlt von der Industrie und den Verbrauchern. Eine Umkehrung früherer Krisen. Während zu anderen Zeiten Südländer auf deutsche Solidarität, deutsches Geld angewiesen waren, ist es jetzt gerade auch Deutschland, das die Hilfe der anderen braucht. Der Spieß hat sich definitiv umgedreht. Man sieht, dass die Ressentiments noch da sind aus der Eurokrise, aus der Migrationskrise. Ein Rollentausch, auf den der deutsche Vizekanzler mit dem klaren Verweis auf die gegenseitige Abhängigkeit in Europa reagierte. Und sollte es eine Wirtschaftskrise in Deutschland geben, würde doch Portugal oder Spanien und erst recht nicht Polen oder Frankreich davon unberührt bleiben. Wir können in Europa nicht mehr national denken. Jetzt hat sich gezeigt, die Länder der EU sehen das im Gros genauso, halten Solidarität für äußerst wichtig. Auch vor dem Hintergrund, dass während des Ringens der Botschafter über einen Kompromiss der russische Staatskonzern Gazprom bekannt gab, man werde die Lieferung von Gas über die Pipeline Nord Stream 1 weiter reduzieren. Ab Mittwoch von bisher 40 auf nur noch 20% der möglichen Kapazität. Putin, so versteht man das in Brüssel, testet Europas Einigkeit. Die EU-Staaten, so die Botschaft aus der Nacht, wollen wohl standhalten. Schalten wir zunächst nach Brüssel zu unserem ZDF-Korrespondenten Florian Neuhahn. Florian, nochmal schönen guten Morgen. Was bedeutet denn diese Einigung auf den EU-Notfallplan? Na, Europa bekommt wohl noch einmal die Kurve. Diese Einigung wurde mir auch aus Diplomatenkreisen bestätigt. Es ist aber eine Einigung, die mit wirklich vielen Ausnahmen erkauft worden ist. Um ein paar Beispiele zu nennen: Es gibt eine Ausnahme für die Inselstaaten Irland, Malta und Zypern, die nicht ans Gasnetz des Kontinents angeschlossen sind. Eine Ausnahme dann für die Staaten des Baltikums, die ihr Stromnetz mit Russland teilen und deshalb besonders verwundbar sind. Dann eine Ausnahme für die Staaten Spanien und Portugal, die mit einem Mangel an Gasverbindungen etwa zu Frankreich argumentieren. Eine weitere Ausnahme für Staaten wie Dänemark und die Niederlande, die sagen, dass sie bereits Anfang dieses Jahres ihren Gasverbrauch reduziert haben. Und auch Deutschland könnte sich auf eine Ausnahmeregel berufen, nämlich dass kritische Industrien nicht in die Rechnung einbezogen werden sollen. Also man sieht, diese Liste der Ausnahmen ist wirklich extrem lang geworden, aber man hat offenbar alles daran gesetzt, hier eine Einigung hinzubekommen. Und man hat nur noch Ungarn ist offenbar erklärter Gegner dieses Kompromisses, aber es reicht eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten und die wird heute offenbar erreicht. Der größte Haken aber bleibt, es ist nur eine freiwillige Vereinbarung. Für eine Verpflichtung fehlt bisher die Mehrheit und so wird auch heute nach dieser Sitzung die Frage sein, ob Europa wirklich vorbereitet ist auf einen Winter ohne Gas aus Russland. Wird auf jeden Fall interessant sein, sich heute das Kleingedruckte dieser Einigung in Brüssel anzusehen. Florian Neuhahn, unser Korrespondent, vielen Dank für die Informationen.